So, hallo, wir machen weiter bei A Second Miocene. Das letzte Mal haben wir die Overworld repariert, dank des Cheats von Zinni. Hier nochmal für alle zum Mitschreiben. So, den müsst ihr eintippen: 7E1EEB00 und aktiviert lassen, dann funktioniert das Ganze. Heatstroke ist das nächste Level. Das war gut. Tschüss, Pilz. Das geht nicht kaputt, okay. Ach so. Ach so. Jetzt kann ich da schon mal hoch. Zur Yoshi-Coin, die habe ich gerade gesehen. Ich. Gut. Das war also alles nur von der Yoshi-Coin. Sehr gut. Das ist sie uns wert. Huch. Huch. Die Feuerdinger sieht man nicht in dem Hintergrund. Das ist unschön. Die sieht man so überhaupt nicht. Also überhaupt nicht, ist auch wieder falsch, aber man sieht sie nicht sehr viel. Yay, ein Leben. Oh, das sollte ich nicht kaputt machen. Da will ich hochswitchen. Ach so, auch für eine Yoshi-Coin. Dann holen wir uns doch die gleich mal. Oh. Timing. Funktioniert. Prima. So, schmeiß keine Shell. Danke. Yes. Was haben wir da? Nichts weiter Wichtiges. Geht das kaputt? Das geht kaputt. Dann will ich aber auch groß bleiben, offensichtlich in der Map. Um dann zum Beispiel da drüben den auch noch kaputt zu machen. Der geht nicht kaputt. Da kommt wieder eine Ranke raus. Ah, ich verstehe. Und da oben ist schon die nächste Yoshi. Und da ist auch eine Yoshi-Coin. Okay, dann haben wir ja schon 4 Stück gesehen. Zumindest gesehen. Würdest du bitte dich nicht treffen lassen? Danke. Komme ich da schon hin zu der nächsten Yoshi-Coin? Nein, komme ich nicht, aber ich kann die Ranke mal aktivieren. Flomp. Und mal gucken, was da oben so drin ist. Ein Pilz. Das ist ja ganz nett. Dann versuchen wir mal. Ah, okay. Also daran zu kommen ist dann nicht so schwierig. Okay. Ich kann gerade aus irgendeinem Grund nicht mehr rennen. Ich kann gerade nicht mehr rennen. Okay. Timo hat gerade Rennen verlernt. Stirb. Ich kann gerade echt nicht rennen. Was ist denn jetzt los? Ist die Taste kaputt oder geht das hier nicht? Plötzlich. Oh, ich bräuchte für die Kiste wohl offensichtlich den roten Schalter. Hey, ich kann nicht mehr rennen. Was ist denn jetzt los? Ich renne nicht mehr. Okay. Ne, die Taste geht noch. Wenn ich schieße auf der Renntaste, aber sie rennt einfach nicht. Okay. Das war doch vorhin nicht. Am Anfang von der Map konnte ich doch rennen. Bin ich jetzt dumm? Egal. Sie wird einfach nicht mehr schnell. Okay. Aber es liegt nicht an der Taste. Die Taste geht. Dann soll es mir egal sein. So, und hier brauche ich offensichtlich, ja, da muss ich tricksen, oh je. Soll der P-Switch hier noch an sein oder gibt es einen neuen? Ey, das ist gerade ein bisschen dumm, dass ich nicht mehr rennen kann. Wie ist denn das passiert? Verstehe das nicht. Au. Ich kriege aber eine Shell. Ja. Tschüss, Shell. So. Uah. Willi. So, hoch jetzt. Ist hier ein P-Switch drin, bitte? Yes. Das ist doch schon mal was. Ja, chill mal dein Leben.
Ist ja gut. So, jetzt nehme ich die Shell hier mit. Und wir versuchen... Das würde jetzt theoretisch funktionieren, wenn... Ja, wenn... ich rennen könnte. Na gut, es geht auch, glaube ich, auch so. Ich kann aus irgendeinem Grund gerade nicht rennen. Nein. So knapp. Ach. Komm schon. Oh, Idee. Ich habe eine großartige Idee. Wir spielen über Bande. Yes! Ja, wir bekommen nichts. Und vor allem nicht unseren Tempo zurück. Das könnte jetzt interessant werden mit der Zeit. Weil ich halt nicht rennen kann. Ich kann nicht rennen gerade. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wie lang das Level noch ist. Das könnte interessant werden. Scheiße. Und ich will da oben nochmal rein. Denn da war offensichtlich eine Röhre, in die man rein konnte. Nein? Dann ist die nur Verzierung. Okay. Was hat mich jetzt getötet? That speed! Okay, wir schaffen's. Yes! Wow, ich hoffe, ich habe im nächsten Level meinen Speed wieder, sonst muss ich den Hack neu starten. Oh. Unglaublich, dieser unfassbare Speed. So, Derry Disaster. Hat er das einen Secret Exit? Nein, okay. Derry Disaster hat hoffentlich einen Secret Exit, sonst muss ich nämlich in einem Off-Ding... Ja, ich kann rennen. Oh. Sonst muss ich nämlich in dem On-Off-Level einen Secret Exit suchen. Cheese Reactor has had a lactic meltdown. This cheese has a melting temperature of 1322 degrees. Ja, Mensch. Alles schmilzt also. Okay. Ich kann hier runter. Hier unten ist auch zu. Oh, das ist eine Yoshi-Kon. Das ist doch schon mal was. Gut, wir wollen also nicht in die Lava, aber den Käse, den können wir schon anfassen. Und hier komme ich dann ja auch gar nicht runter jetzt, ne? Ne, da komme ich dann irgendwie hoch. Okay, dann gehen wir erstmal hier rum. Da geht es auf jeden Fall zu noch einer Yoshi-Coin. Und da will ich wohl was gegenschmeißen irgendwann. Okay. Oh, das war gut. Also nicht. Muss ich den mitnehmen? Na gut. Aber den nicht. Aber den nicht. Ich muss ihn mitnehmen. Na gut. So, geht doch.
Nur halb so wild. Alles halb so wild. Mach dich mal bitte weg, danke. Und hier müsst ihr jetzt zur Yoshi-Coin gehen. Jawohl. Hier irgendwas Wichtiges drin. Pilz, schon mal gut. Danke. Da sind auch noch Münzen, ne? Jo. Gut, dann nehmen wir dich mal mit. Beziehungsweise... Nee. Das schaffe ich, glaube ich, nicht, oder? Doch, das könnte gehen. Na. Danke. Ah ja, dann komme ich hier wieder raus. Gut. Ich will trotzdem nochmal zurück. Oh, scheiße, ich kann mit der Shell nicht zurück. Ich müsste jetzt hier den... Ah, nee. Nee, 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 nee. Da machen wir jetzt keine Spinjumps über die Viecher. Machen wir erstmal weiter und gucken uns mal ein bisschen um. Gott. Mein Gott. Hä, kann ich da drauf nicht stehen? Okay. Dann eben so. Ja, ja, ist ja gut. Komm. Hier, spring in dein Verderben. Danke. Also, ich meinte natürlich mich. Na gut, tschüss Shell. War schön mit dir. Kann ich da hoch? Will ich da hoch? Ich weiß es nicht. Oh. Das sind Delfine gewesen. Im Käse werden die immer ein bisschen braun. Offensichtlich. Du stirbst, bevor du hier irgendwann einen Scheiß machst. Käsekästchen wirfst. Okay. Das läuft super. Danke. So. Gehen wir es mal unten rum. Ach so. Oh, da war ein Leben. Okay. Oh, das tötet mich. Hier könnte man hoch, aber offensichtlich auch nicht. Message Box. Secret Lab. Testing of low density cheese. Swimming, boating and fondue parties are not advised. Habe ich auch nicht vor. Okay. Da. Kissen war eine Stufe tiefer, okay. Warum kann ich das nicht? So, drei Yoshi-Coins und einen Midway Point. Okay. Jetzt sind wir im Secret Lab vermutlich. Nein, nein. Oh. Hallo Fischi. Ne, hier ist wieder ein bisschen kühler, würde ich sagen. Das ist nicht mal Lava, die mich tötet, da ist einfach nichts. Okay. Es sieht aus wie Lava. Aber es ist Luft. Von mir aus. Von mir aus. Oh. Da will ich hin. Yoshi-Coin. Yoshi-Coin. Thank you very much. So, kann ich da hoch? Natürlich. Und man kann tatsächlich das Level überspringen. Oh. Vielen Dank für den P-Switch. Das ist dann die letzte Yoshi-Coin übrigens.
Und hier geht das Level dann immer noch weiter. Okay. Na gut, spielen wir es normal. Immerhin weiß ich jetzt, wo die letzte Yoshi-Coin ist. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal ein positiver Aspekt. Oh, Stern. Ups. So, dann kriege ich jetzt auch den P-Switch hier. Mensch. Für hier. Na, das ist ja nett. Big Mario Discrimination! Aber so wie ich das sehe, ist das eh nur für ein Leben. Ich nehme den mal mit. Vielleicht erweist er sich noch woanders als nützlich. Au. Ich glaube, es war doch für mehr als ein Leben. Sonst kommt man nämlich zu dem Abschnitt nicht hin. Okay. Wo waren das jetzt hier? Na komm. Nein. Du schaffst es! Yes! Oh man. Ich dachte jetzt, man kommt von der anderen Seite dann hier noch irgendwo hin, aber dem war nicht so. Dem war nicht so und sonst würde ich die Yoshi-Coin nicht kriegen. So. Na. Und jetzt fallen wir hier runter. Okay. Haben wir das geklärt? Aber uns fehlt immer noch die Kiste. Ich kann ja nochmal reingucken, ob da oben noch was ist. Da bin ich vorhin nicht hingelaufen. Sieht eher nicht so aus, als ob da was ist. Dann kann ich noch gucken, ob hier was drin ist. Wir haben jetzt eine Shell gehabt. Ja, ein Pilz. Ja, Mensch. Dann weiß ich jetzt weder, ob es hier eine Kiste gibt, noch ob es hier einen Secret Exit gab. So oder so, von irgendeinem von beiden Leveln kommen wir zu The Deadly Ninja Assassin Squad. Und das gucken wir uns jetzt noch an. This part of the ship houses my Deadly Ninja Assassin Squad. Friend or foe, they are not fond of visitors, so use caution. Also, sie werden uns töten. Die tödlichen Ninjas. Die Musik macht mich jetzt schon kirre. Was? Chucks, die von irgendwo plötzlich herkommen, sind die Ninjas. Das ist eine coole Idee. Johohoho. Ja, ja, kommt von irgendwo her, ist kein Problem. Schon recht. Und Ninjas aus der Luft. Klar. Das war die erste Yoshi-Coin. So. Ne, es sind ja keine Ninjas, das sind ja Vögel. Hätten wir eigentlich den Ninja-Design auch verpassen. Ninja-Design verpassen können. Ich kann reden. Da ist der Tod. So.
Ich. Ich hoffe nur, dass keine von den Röhren irgendwann plötzlich durchlässig. Das wäre gemein. Das ist von den Bambusdingern da. Na gut, hier war es ja offensichtlich. Da waren die Münzen. Oh. Wir gehen also jetzt aufs Dach, ja. Okay, da kann ich rein. Das ist gut zu wissen. Okay. Also wir wollen das alles ablaufen. Gut, gehen wir es mal hier rein. Das erinnert mich jetzt unheimlich von den Grafiken her und ich glaube, da ist es sogar rausgenommen an Super Marissa World oder wie das hieß. Wie genau soll ich den Chuck da rauskriegen? Hatte ich hier irgendwas zum Werfen bekommen? Ansonsten wäre eine Feder ganz nett. Oder kann ich die Blöcke hier in die Hand nehmen? Nee. Das ist ganz toll, was du kannst, Chuck, aber es nützt mir nichts. Hm. Okay. Vielleicht kriege ich irgendwo eine Feder. Hier oben schon mal nicht. Was haben wir denn in dem Haus? Das könnte eine Feder sein. Von der Form her könnte es eine ungezeichnete Feder sein. Also nicht von der Form, sondern von der Lage, dieses schräge Liegen. Ich glaube, die Feder hat auch so eine Schräglage. Nein, es war einfach nur ein Pilz. Gut. Gut, dann glitschen wir. Ist mir jetzt auch wurscht. Vielleicht kriege ich später eine Feder, aber wir glitschen. Komm her. So, alle weg? Okay. Jetzt wird es natürlich interessant, das mit einem Chuck in der Nähe zu machen. Die Frage ist natürlich, ob das überhaupt Blöcke sind, die kaputt gehen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Hm. Wenn es am Ende keine Blöcke sind, die, gar nicht, die auf die Art und Weise kaputt gehen würden, dann hätte ich natürlich ein Problem. Ich probiere das jetzt noch ein paar Mal und dann lasse ich's. Ja, ich glaube, vielleicht gehen die gar nicht kaputt. Oder ich mach's nicht richtig. Eins von beiden. Egal. Gehen wir erstmal weiter. Ich. Jeez. Yo, hi. Also hier geht's immer noch die ganze Zeit weiter, okay. Jetzt gehen wir erstmal da ganz hoch. Like Ninja, ups. Flomp. Da war schon mal eine Yoshi-Coin. Dann gehen wir in dieses Haus. Kriege ich hier jetzt vielleicht meine Feder? Ja. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich die Blöcke da weg? Alle besiegen? Ich weiß es nicht.
Oder brauche ich dann noch was anderes für? Hm. Da brauche ich vielleicht eine Feuerblume. Das könnten Eisblöcke sein. Na gut. Gehen wir wieder raus. Und erstmal weiter. In das nächste Haus. Huch. Kriege ich hier eine Feuerblume? Hier muss ich auf jeden Fall mit dem Pilz... Ja, ich kriege hier eine Feuerblume. Jetzt macht's Sinn. Gut, wir kriegen hier eine Feuerblume. Dann müssen wir drüben das Zeug kaputt machen. Und dann haben wir dort eine Feder. Und mit der Feder drehen wir alles auf, um das alles nur um eine Yoshi-Coin zu bekommen. Das ist fast schon für Leute, denen die Yoshi-Coins hier ziemlich am Arsch vorbeigehen. Zu viel. Also zu... Jetzt hätte man das ganze Gimmick des Levels... Was heißt das ganze Gimmick? Ist es ja nicht, aber... Ein großer Gimmick des Levels ist dann wegen einer einzelnen Yoshi-Coin da. Und wer die nicht sammelt, der verpasst es einfach. Naja, gut. Von mir aus. So. Leck mich. Ich hoffe, ich brauche die Blume nicht mehr. Ich hoffe es einfach mal. Ansonsten kann ich es mir ja auch wiederholen. So. Und dann waren das trotzdem aufdrehbare Blöcke, dann hätte ich die trotzdem mit dem Glitch kaputt machen können. Theoretisch. Wenn es funktioniert hätte, aber ich habe es wieder nicht hingekriegt. So. Boah, da kommen wir sogar drüber, wow. Na gut. Oh, das war voll knapp. Moment, ich muss fliegen. Ah, er hat schon dran gedacht, das noch irgendwie anders zu verknüpfen. Damit man auf jeden Fall sich die Feder holen muss. Gut, guter Junge. Na gut. Kiste, Proton Pack. Don't cross the streams. So. Sonst ist hier nix. Zwei Yoshi Coins fehlen noch. Midway Point. Die werden dann aber auch mit ziemlicher Sicherheit noch kommen. Und mit Hilfe der Feder dürfte das jetzt auch kein allzu großes Problem mehr sein, das Level noch zu bestehen. Wenn ich sie nicht direkt verliere. Boah, überall tauchen jetzt Ninjas auf. Ich will da hoch, danke. Nein. Die Frage ist natürlich, hätte ich unten lang rumgemusst für die Yoshi-Coin oder muss ich oben lang für die Yoshi-Coin? Wir werden sehen. Danke. Nein, 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 nein. Danke. Nein. Danke. Alter. Ja, okay. Oben für die Yoshi-Coin, das habe ich mir fast gedacht, weil es halt nicht so einfach war, hochzukommen. Nicht das Ziel, nicht jetzt das Ziel schon. Das wäre ein bisschen blöde. Nee, da kommt noch was. Okay. Uah. Ja, leck mich doch. Ja, leck mich doch. Dummes Vieh. So. Vermutlich der letzte Raum. Oh, ein Pilz. Okay. Vermutlich der letzte Raum. Oder wir kriegen noch einen Bosskampf. Das wäre natürlich auch cool. Wir kriegen den Bosskampf. Aber ich hätte trotzdem gerne... You did well to best my ninja pupils, to beat my ninja pupils, but your journey ends here. No one enters my delicious dojo and lives. Now we fight. Yo, Kollege, yo. Yo, ist in Ordnung. Hier bin ich mit Feder ganz gut beraten, übrigens. Kann ich?
Sehr schön. Ah. Ah. Yes. No. No. Bam. Mir fehlt aber ein Yoshi-Coin, sehe ich gerade. Hab ich ganz vergessen, fuck. Das ist natürlich doof. Ja, wow, jetzt treffe ich ihn die ganze Zeit. Der hat ganz schön viele Hits. Danke. Uns fehlt eine Yoshi-Coin. Scheiße. Nochmal schnell durch. Ganz schnell nochmal durch. Wo habe ich denn die Yoshi-Coin ausgelassen? Wo könnte ich die ausgelassen haben? Wo habe ich nicht aufgepasst? War ich da oben? Ich war nicht da oben, oder? Wie komme ich denn da hoch? Von da? Nee, ich glaube, da war ich schon. Aber ich gucke trotzdem nochmal hin. Nee, ich glaube, da war ich schon. Doch, doch, da war ich. Oder? Ja. Dann war da eine Yoshi-Coin. Okay. Huch. Nein. Hm. So. Nein. Nein. Stirb. Jetzt. Ich da rein? Nein. Ach. Ninji, please. So. Ich hier nochmal in irgendeine Ecke fliegen sollte mit der Feder? Das wäre gemein. Aber es wäre möglich. Hm. Sollte mir das nochmal anschauen. Ja, ich sollte mir das definitiv nochmal anschauen, glaube ich. Da ich das nicht gemacht habe, war ich nicht ziemlich dumm. Na gut. Also einmal nochmal Blume holen. Maulwurf, please. Die Blume war woanders. Die Blume war in dem Haus. Nee, ich brauche ja... Oh, ich Horstkopf. Ich brauche als erstes den Pilz. Sorry. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Hier muss ich rein und den Pilz holen. Danke. Und nach Möglichkeit auch behalten. Tschüss. Tschüss. Dann muss ich bis ganz nach hinten. Was ist hier? Blume holen. Also, ne. Nein! Dann muss ich wieder ganz zurück. Beziehungsweise in das große Haus.
Leckt mich doch. Ich hab's sogar getroffen. Jetzt ist mir das auch wurscht, denn hier ist offen. Ach, komm. Meine Fresse, so. Könnt mich alle mal. Warum waren hier zwei Münzen? Das wäre noch was, was mich interessieren würde. Aha. Okay, ich hätte nicht die Blume holen müssen, ich hätte nicht die Feder holen müssen, ich hätte nicht den Pilz holen müssen. Aber ich habe die Yoshi-Coin. Danke fürs Zugucken und tschüss.